Heute ist Mittwoch, ich habe heute frei. Und ja, heute Morgen war Alexandro beim Arzt, er hatte einen Arzttermin, danach habe ich ihn in den Kindergarten gebracht und jetzt bin ich zu Hause. Ich war gerade noch beim Türken was einkaufen. Ja, das wollte ich euch mal eben zeigen, was ich so beim Türken einkaufe. Geht ihr gerne zu so einem türkischen Geschäft, türkische Lebensmittelladen einkaufen? Und wenn ja, was kauft ihr da gerne ein? Also bei mir in der Regel ist es so, dass ich Gemüse dort sehr gerne einkaufe, weil ich das richtig frisch und günstig finde und man findet ganz viel Auswahl. Und was ich gerne hole, ist Sucuk. Ich liebe Sucuk. Ich liebe Sucuk so. Also so roh zu essen. Was heißt roh? Also kalt halt. Ich mag es auch, wenn ich das ein bisschen in der Mikrowelle erwärme. Ich mag es in der Pfanne zubereiten oder so mit Rührei. Oder auf der Pizza mag ich das auch gern. Also man kann das ja sehr gut kombinieren. Ich liebe Sucuk, also habe ich ein Sucuk mitgenommen. Eine Packung. Dann habe ich hier Löwenzahn mitgenommen. Das ist ja hier dieser größere Löwenzahn. Eigentlich mag ich auch gerne den normalen kleinen Löwenzahn, den man draußen auf den Wiesen findet. Da gehen wir im Sommer sehr gerne mit meiner Mama auf so Weiden und sammeln Löwenzahn. Man kann sehr gut Salat damit machen. Löwenzahn ist auch sehr gut für die Blutbildung und ist halt sehr gesund. Wie bereite ich das zu? Also sauber machen, klein schneiden und kochen. Dann einen Salat draus machen. Den Salat mache ich dann draus mit Öl, also Olivenöl, Zitrone und Salz. Das war's. Und das ist super gesund fürs Blut und generell gesund. Dann habe ich. Sorry. Dieser Husten, der ist so hartnäckig, der geht seit Wochen nicht weg. Dann habe ich Petersilie mitgenommen. Ich liebe Petersilie. Ja, im Bauernsalat. Dann habe ich einmal so Dulce mitgenommen. Also wir Griechen nennen das Dulce. Das ist so ein eingelegter Weißkohl. Den mag ich sehr gerne. Und hier Karotte ist auch drin. Dann habe ich Peperoni mitgenommen. Die sind scharf. Die mag ich auch sehr gerne im Bauernsalat. Ich mag sehr gerne so eine scharfe Peperoni-Creme machen, mit Schafskäse zum Beispiel, Milch und so weiter, was da reinkommt. Kann man auch mit Frischkäse machen. Ich mache es aber auch lieber gerne mit Schafskäse und Milch. Und dann so eine scharfe Paste draus machen. Und einmal Oliven habe ich mitgenommen. Ja. Das war mein türkischer Lebensmittelladeneinkauf. Wäsche habe ich heute Morgen noch angemacht. Die muss ich jetzt eben aufhängen. Und danach mal gucken, was ich so haushaltsmäßig zu tun habe. So, und heute habe ich den Löwenzahn gemacht. Guckt mal, eine ganz kleine Portion ist das geworden. Aber das reicht völlig aus mit etwas Öl, Salz und etwas Zitrone. Und dann kann man das so fein essen als Beilage oder einfach nur so. Schmeckt mega gut. Hallöchen! Ich war heute beim Friseur, wie ihr unschwer erkennen könnt, und habe jetzt kurze Haare. Ich hatte auch schon ein Bild oder zwei Bilder. Gut, wenn ihr den Vlog seht, dann werde ich wahrscheinlich mehrere Bilder schon hochgeladen haben. Aber ich hatte jetzt heute schon zwei Bilder hochgeladen auf Instagram. Und ich finde, meine Frisur kommt gut bei euch an. Und das freut mich total. Aber ich finde sie auch sehr schön. Also, ich finde die fesch und ja, ich weiß nicht, ich wollte was Unkompliziertes. Die langen Haare haben mich total genervt. Ich musste die immer schön pflegen, immer nach dem Waschen föhnen, dann glätten. Und wenn ich die nicht geglättet hatte, dann, weil ich habe die von Natur aus etwas nicht lockig, aber wie nennt man das? Nennt man das lockig? Also nicht so kleine Locken, sondern so wellig. Ich glaube, wellig heißt das. Ja, und dann hatte ich so einen Kopf immer und ich habe auch sehr dickes Haar und sehr viele Haare und dann sah mein Kopf so. Also die sahen dann ein bisschen ungepflegt aus, sage ich jetzt mal, wenn man die nicht gestylt hat. Und das ist total unkompliziert, hat der Friseur gesagt. Eigentlich wollte ich einen Bob. Hinten kurz, vorne lang, also Pony lang und hinten kürzer. Und der Friseur meinte, dass das auch, also dass man das sehr,
Irgendwie ist es mir gerade total warm und ich weiß nicht, was ich rede. Dass man sehr viel stylen muss. Was ich mir eigentlich. Also, ich habe dem das irgendwie nicht abgenommen, aber er meinte: Vertrau mir, ich mache dir einen ganz coolen Haarschnitt, der zu deinem Gesicht passt. Ja, und dann hat er mir das hier verpasst. Und ich finde es wirklich gut, muss ich sagen. Oder? Was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommis, ich freue mich. Ja, danach war ich noch zum Wimpern machen. Klimper, klimper, neue Wimpern. Sonnen war ich noch, deswegen bin ich noch etwas rot im Gesicht, nicht wundern. Und dann war ich noch bei Aldi einkaufen. Ich zeige euch, was ich geholt habe. Haben mir nämlich noch von diesem Hähnchenwagen ein halbes Hähnchen geholt. Das esse ich gleich im Yummy. Da habe ich voll Bock drauf. Dann habe ich hier so ein Brot geholt, Mehrkornbrot. Einmal Eier, also ich habe nicht viel eingekauft. Ich glaube, ich habe nur 13 Euro ausgegeben. Einmal Aufschnitt, Putenbrust. Ich habe so einen hartnäckigen Husten schon seit 2 Monaten. Immer wenn ich halt rede, dann kriege ich so Reizhusten und das nervt voll. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Dann bin ich kurz davor zu husten. Einmal Lauchzwiebeln. Tomaten waren im Angebot diese Woche. Dann einmal so Toilettenpflege. Ein Kartoffelpüree. Ich habe letztes Mal diese Fleischsalate probiert und die waren wirklich sehr, sehr lecker. Die nehme ich mit zur Arbeit. Einmal das mit Kräutern und einmal diesen herzhaften Fleischsalat. Die schmecken wirklich gut. Also die Löffel, nicht Löffel, also die esse ich dann so zusammen mit einem Brot oder so. Schmeckt auf jeden Fall gut. Dann habe ich hier so einen Bruschetta-Aufstrich geholt. Verschiedene Smoothies. 4 Stück. Dann einmal Oliven, mal die schwarzen. Und eine Mayo. Ich liebe nämlich Hähnchen mit Mayo. Und ja, jetzt wird erstmal Mittag gegessen. Und dann gucke ich mal, was heute der Tag noch so bringt. Hi, heute ist Dienstag. Und ja, ich bin total aufgeregt. Der OP-Termin rückt immer näher. Morgen werde ich operiert. Gestern hatte ich ein OP-Vorgespräch. Ja, da wurde nochmal geguckt. Von oben bis unten wurde ich abgecheckt, ob ich noch irgendwo Muttermale habe, die entfernt werden müssen oder die vielleicht schon bösartig sind. Also die Ärztin hat so richtig zwischen meine Kopfhaut, also zwischen meinen Haaren, so auf die Kopfhaut geguckt. Sie hat mir sogar im Mund reingeguckt, weil da können auch Muttermale wachsen. Überall, sie hat wirklich nichts freigelassen und ja, es müssen jetzt tatsächlich nur diese 2 entfernt werden. Der Leberfleck an meinem Fuß, den habe ich euch ja im letzten Vlog gezeigt, der ist halt sehr groß, ja? Und da muss ich leider 2-mal operiert werden. Das heißt, einmal morgen, der unten und das Muttermal unter der Brust, das ich euch auch gezeigt habe. Und am Fuß muss ich dann nochmal im September operiert werden, also 2-mal. Weil der halt so groß ist, wird dann erstmal in der Mitte, also ihr müsst euch den so groß vorstellen und rund, dann wird der in der Mitte einmal aufgeschnitten, haben die mir gesagt. Die arbeiten sich bis zur ersten Fettschicht durch und nehmen das raus. Und dann wird das zugenäht. Also es sind dann nur noch die Ränder links und rechts, die dann bleiben für die nächste OP. Und weil das halt so groß ist, muss es halt 2-mal operiert werden. Ich freue mich. Ja, also es wird ja da, wie heißt das, betäubt. Da kommen ein paar Spritzen rein. Ich dachte, nur einmal wird da reingespritzt, aber es wird jetzt wohl mehrmals reingespritzt. Und das Muttermal unter der Brust, das wird irgendwie ausgestanzt, so rundlich. Oh, wenn ich schon daran denke, kriege ich Panik. Es ist zwar nur eine kleine OP, aber ich habe da richtig Schiss vor, Leute. Ja, und jetzt habe ich schon die ersten Vorbereitungen so gemacht. Ja, ihr seht hier die Taschen. Ich habe da meine Tasche gepackt. Genau, ich habe euch gar nicht erzählt, ich muss von Mittwoch bis Freitag drinne bleiben. Deswegen habe ich die Sachen eingepackt. Da habe ich Alexandros Sachen, weil der Alexandro, ich hole ihn gleich ab und dann bringe ich ihn zu meiner Mama. Und ja, da sind noch von mir Sachen drin.
ja. Boah, ich bin richtig aufgeregt, Leute. Ich bin richtig, richtig aufgeregt. Ich hab Schiss. Ja. Und ich muss morgen mit dem Taxi hinfahren und auch mit dem Taxi wieder zurück, weil ich danach erstmal kein Auto fahren darf, weil das ja eine Wunde am Fuß ist. Und dann mal gucken, wie lange das so geht. 14 Tage soll ich meinen Fuß nicht belasten. Ich habe gesagt, okay, wie komme ich zur Arbeit? Ich muss da hinfahren. Dann haben die gesagt, ja, muss man mal gucken, ob das klappt. Kann auch sein, dass es nicht klappt mit dem Autofahren. Ja, ich lasse mich überraschen. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen Haushalt. Hier hört wahrscheinlich meine Waschmaschine. Die ganze Wohnung bebt gerade. Dann muss ich noch die Spülmaschine einräumen. Dann hole ich Alexandro ab, bringe ihn zu meiner Mama. Dann muss ich noch duschen, mich rasieren. Weil gestern war ich total unvorbereitet. Ich wusste nicht, dass die Ärztin mich von oben bis unten abtastet und ja, war unrasiert. Dann habe ich ihr gesagt, tut mir leid, ich war nicht darauf vorbereitet. Ich habe unrasierte Beine, aber das war ihr eigentlich scheißegal. Ja, ich rasiere mich und mache mich frisch für die OP morgen. Und ich denke mir mal, ich nehme die Kamera mit. Dann kann ich mal so ein bisschen im Krankenhaus vloggen und euch zeigen, wie es so ist. Ja. Ja, ich melde mich jetzt auch mal endlich aus dem Krankenhaus. Ja, ich konnte hier nicht vloggen, weil ich Zimmernachbarn habe. Das ist ein Viererzimmer. Und jetzt sind die Zimmernachbarn gerade nicht da. Deswegen kann ich ein bisschen aufnehmen. Ja, ich hatte hier gestern die OP. Ich zeige euch das mal. Ja, einmal hier am Fuß und einmal hier unter der Brust. Der ist ungefähr 2 Muttermale entfernt, der am Fuß. Der ist echt groß und deswegen muss der halt nochmal operiert werden. Ja, und hier unter der Brust habe ich fast gar nichts gemerkt. Also ich merkte auch gar keine Schmerzen. Das wurde irgendwie ausgestanzt. Aber das am Fuß, Leute, das schmerzt so sehr. Ich habe richtig starke Schmerzen seit gestern Abend. Ich war auch heute am Tropf. Ich habe jetzt gerade Schmerzmittel bekommen. Ich bin noch ein bisschen durch. Ich darf die auch bis 3-mal am Tag nehmen. Ja, gestern Abend hatte ich richtig Schmerzen. Habe Schmerzmittel bekommen, konnte dann schlafen und heute Morgen bin ich aufgestanden und mir gedacht, yeah, keine Schmerzen, wie gut. Ja, dann bin ich bis zum Badezimmer gelaufen und das ist halt so eine dumme Stelle. Man kann nirgends so richtig drauf treten. Also es geht nicht mal, wenn ich an der Seite so trete oder hinten an der Ferse, dann zieht es trotzdem da an der Seite an der Wunde. Ja, und als ich dann wieder im Bett lag, hatte ich wieder richtig Schmerzen. Und ja, musste Schmerzmittel jetzt bekommen. Ich habe jetzt auch einen Rollstuhl gekriegt, damit ich mich ein bisschen von A nach B bewegen kann. Und auch ich fahre damit auch ins Badezimmer, weil ich sonst dahin humpel. Und ich kann einfach nicht auftreten. Es schmerzt einfach zu sehr. Und dieses Gefühl, im Rollstuhl zu sitzen, das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Ja, auch wenn ich natürlich noch laufen kann, aber man versetzt sich da so in die Menschen hinein, die nicht mehr laufen können. Es ist voll schlimm, sich auch an so einen Rollstuhl zu gewöhnen, mit Lenken und so. Ja, ich wünsche es wirklich keinem. Wie ihr seht, bin ich wieder zu Hause. Ich bin am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und ihr habt gesehen, ich habe abrupt das Video beendet. Ja, ich war nicht allein auf dem Zimmer. Ich lag mit 3 anderen Frauen und war dann kurz alleine zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgenommen habe. Und dann auf einmal, ja, kamen die alle wieder und dann war es peinlich aufzunehmen. Deswegen habe ich aufgehört. Ja, es ist alles gut verlaufen. Lag, wie gesagt, von Mittwoch bis Freitag im Krankenhaus. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wann ich aufgenommen hatte. Auf jeden Fall hatte ich Donnerstagabend starke Schmerzen. Dann habe ich eine Ibuprofen bekommen und dann waren die Schmerzen weg. Am Freitagmorgen bin ich aufgestanden, da hatte ich keine Schmerzen. Bin ich zum Badezimmer gelaufen und wieder zurück. Und auf einmal hatte ich dann totale Schmerzen, wirklich ganz stark. Dann habe ich wieder eine Ibu bekommen.
Das hat nichts gebracht. Ich habe vor Schmerzen sogar, musste ich weinen. Und dann bin ich an den Tropf gekommen. Dann habe ich dreimal täglich halt, ich weiß nicht, Novalgien, glaube ich, heißt das. Novalgien bekommen. Und am Freitagmorgen auch nochmal, als ich entlassen wurde. Ja, das hat schon geschmerzt, muss ich sagen. Also hier am Bauch unter der Brust, das ist nichts, ne? Aber am Fuß, das ist eine ganz, ganz blöde Stelle. Ich wurde rumgefahren mit dem Rollstuhl im Krankenhaus, sind dann einmal draußen rumgefahren und da wirst du auch total, ja, so traurig angeguckt. Oh, die Arme, die kann nicht laufen, die ist im Rollstuhl. Ja, also irgendwie hatte ich das. Ja, das ist schon traurig, wenn man dann so angeguckt wird und die Leute haben Mitleid mit dir, ne? Die wissen ja nicht, ob du jetzt wirklich laufen kannst oder nicht. Ja, ich weiß gar nicht. Soll ich euch das mal zeigen? Das ist ein bisschen ekelerregend. Also hier am Bauch, das ist nicht so schlimm. Das wurde dreimal genäht. Also, das tut auch nicht weh. Es tut nicht weh. Es juckt nur ein bisschen, weil das verheilt. So, wer da hingucken kann, guckt sich das an. Wer nicht, dann guckt nicht. Also es juckt jetzt total. Ich zeige euch jetzt mal die Wunde am Fuß. Aber wer das nicht sehen möchte, der ja, guckt einfach weg. Und ja, Moment. Das ist auf einer ganz, ganz blöden Stelle, also mit dem Laufen, das ist ja hier an der Seite und wenn ich laufe, dann muss ich immer so an der Kante laufen und mein ganzer Fuß tut schon weh, weil der so beansprucht wird auf der einen Seite und so richtig auftreten kann ich noch nicht, also schmerzt wirklich sehr. Ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie ab. Okay. Also, habe ich hier die ganzen Fussel dran. Gut, schön sieht das nicht aus jetzt. Ja, so sieht's aus. Das wurde ja genäht. Hier dieses große Muttermal. Es wird jetzt in der Mitte einmal aufgeschnitten und in der Mitte sauber gemacht und links und rechts. Ist das Muttermal noch da? Das wird jetzt in der zweiten OP gemacht, weil wenn die das ganz entfernt hätten, dann hätte man da von woanders Haut draufpacken müssen, weil das dann eine größere Wunde wäre. Und das wollten die halt umgehen. Deswegen muss ich das in zwei OPs aufteilen. Also es wurde genäht und hier sind noch so irgendwelche Pflaster dran, damit das so zusammenhält, die Haut. Ja, wie ihr seht hier. Es ist alles noch so blau und grünlich. Schmerzt auch sehr. Es ist auch noch geschwollen. Ja, also wie ihr seht, ist das eine scheiß Stelle. Da kann man nicht auftreten. Ja, so sieht's aus. So, ihr könnt wieder zugucken. Ich verarzte jetzt ein bisschen meinen Fuß, desinfiziere das mal ein bisschen. Und um 14 Uhr muss ich zum Hautarzt. Der guckt da nochmal drüber. Ich habe total raue Haut. Der guckt da drüber und ja, mal schauen, wie das so wird, wie lange das dauert, was es so mit sich bringt. Ja, bis jetzt läuft. So, ich habe jetzt mal meinen Nachbarn engagiert, dass der für mich ein paar Sachen einkauft, weil das ja mit dem Autofahren noch nicht so klappt. Ich habe geordert. Einmal Obstriegel für Alexandro, Kudenz Milch. Ich trinke zurzeit sehr gerne schwarzen Tee mit Milch, aber dann Kondensmilch, keine richtige Milch. Dann ein Brot. Ja, ein Nagel fehlt. Ist abgegangen. Aber ich habe die auch schon 4 Wochen. Die wachsen so schnell nach. Muss die jetzt wieder neu machen lassen. Dann eine Schlagsahne zum Kochen. Ein Senf. Einmal Gewürzgurken mit Chili verfeinert. Ich esse zurzeit auch sehr gerne Kidneybohnen als Salat. Dann habe ich 3 Stück. Dann für Alexandro. Puddings. Für mich hier diese Quarkjoghurts.
Ein paar Smoothies, die mag ich ganz gerne vom Aldi. Eine Fleischwurst für Alexandro. Champignons, die wollte ich mit Zwiebeln heute machen und mit der Schlagsahne. Dann hier ein paar Kekse für Alexandro. Die hier, Erbsen und Märchen. Eier, ein paar Würstchen, Schinkenbockwurst und Geflügelwiener. Dann Trauben. Einmal Brokkoli, habe ich die schon erwähnt, weiß ich jetzt gerade nicht. Ein Öl. Und dann hatte ich in der Werbung gesehen, gab es Inline-Skates. Und da habe ich immer für Alexandro und für mich welche bestellt. Für Alexandro einmal hier die in so schwarz-orange. In der Größe 29 bis 33, so sehen die aus. Die haben 20 Euro gekostet, aber ich habe gelesen, die haben eine gute Bewertung. Die sollen ganz gut sein, obwohl die nur 20 Euro kosten. Und dann habe ich für mich auch welche geordert. Sind zwar für Mädchen, aber die Schuhgröße ist 37 bis 41. Ich glaube, man kann die auch verstellen. Und ja, dann bringe ich dem Alexander mal bei, Inlineskate zu fahren. Und hier noch so Schoner für den kurzen. Ja, bin ich mal gespannt, wie das wird. Aber okay, mit dem Fuß jetzt wird das noch nichts. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und dann, bringe ich ihm das mal so ein bisschen bei. Hey, meine Lieben. Heute ist Mittwoch. Ich habe mir heute wasserfeste Pflaster geholt. Weil ich ja doch duschen muss. Und ja, ich hoffe, das geht damit. Ich denke schon, Hansaplast ist eine gute Marke. Ich denke schon, dass die fest kleben bleiben. Und wo ich schon mal bei Rossmann war, habe ich mir von Nivea, die ist neu, Summer Edition, eine Bodylotion geholt, Sun Touch. Mit zart bräunendem Feuchtigkeitseffekt. Ja. Also so Selbstbräuner an sich mag ich nicht. Ich habe nur so ein Selbstbräuner-Spray, das mache ich sehr gerne auf mein Gesicht drauf. Das ist wirklich super gut. Das Tan of Us, das kann ich euch gleich zeigen, das habe ich schon nachbestellt. Es ist zwar etwas teurer, aber es ist super gut. Das hinterlässt keine Streifen, nichts. Aber so für die Haut Selbstbräuner-Creme mag ich nicht so. Und das hat ja hier, ist ja eigentlich nur eine Creme und hat so ein bisschen Touch von Bräunung drin. Deswegen passt das ganz gut. Ja, und ich habe einen Akku-Staubsauger bestellt von Amazon. Ich wollte einen im Auto lassen und einen hier oben. Für die Hamster ist das auch mal ganz gut, da so, wenn unten auf dem Boden was liegt, das wegzumachen. Und so, das heißt Blähton. Kennt ihr das? Für die Blumen. Ich habe so ein... Das ist da oben, das zeige ich euch gleich, wenn ich das mache. Ich habe so einen Glasbehälter, so einen größeren. Und da wollte ich Blumenerde reinmachen, ein bisschen Deko. Und diese Kügelchen da drüber. Und dann wollte ich so Frühlingsblümchen reinmachen. Und auf den Tisch stellen. Ich liebe sowas. Ich liebe den Frühling einfach. Weil ich auch Geburtstag habe bald. Am 5. April. Da werde ich wie alt? Oh, mein Handy. Let the old be dead. Let the shadows leave my head.